Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dungeons. Wir sind hier an einem etwas anderen Ort als sonst zum Start, denn wir haben uns mal in die Kathedrale, die es hier gibt, im Lager durchgeschlagen. Und hier sehen wir an der Wand einige Runen und wir haben ja schon versprochen, dass wir euch noch zeigen, wie wir diese Runen freischalten können. Und ihr drückt schon fleißig, ich sehe das schon, und wir sehen, wir haben eine Rune bis jetzt freigeschaltet, das ist die allererste. Und die restlichen 9 Stück, die fehlen uns noch, aber wir zeigen euch natürlich trotzdem alle 10. Falls ihr also wissen wollt, wo ihr diese Runen finden könnt, dann folgt uns einfach hier diese Folge durch oder klickt unten in der Videoleiste eine der Runen an, falls ihr eine bestimmte sucht. Ich werde sie euch wieder auflisten, da könnt ihr euch durchnavigieren. Und das wird wieder eine dieser Special-Folgen und wir fangen an mit der Rune im Creeperwald und wir schalten euch dann gleich wieder dazu, wenn wir da sind. Bis gleich. Wir sind jetzt hier im Creeperwald angekommen, an der Stelle, wo wir die erste Rune freischalten können, die wir, glaube ich, auch schon haben. Und was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben das Level ein Stück weit gespielt, bis wir hier durch diese Spinnenhöhle gekommen sind. Ihr seht mit diesen Kürbissen und wenn ihr da weitergeht, dann... Die auch hundertprozentig bei jedem spawnt, das ist immer zufällig, oder? Ja, nee, die Spinnenhöhle ist, glaube ich, bei jedem Durchlauf dabei. Okay. Guter Punkt, Benny, es ist ja immer prozedural generiert hier, das Level. Aber auch die Gegend hier, die wird immer quasi generiert. Also das ist die Stelle, wo ihr die zahlreichen Dorfbewohner befreien müsst. Und zwar sind es 1, 2, 3, 4, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. 5, ach da oben steht's ja, 5 Dorfbewohner. Und wenn ihr dann hier in Richtung des Waldes geht, dann entdeckt ihr an dieser Stelle eine sonderbare Gruft, die sich hier öffnet. Hör mal auf, Mann, ich ziehe hier gerade was durch. Und die könnt ihr betreten. Und dann gelangt ihr zu diesem Abschnitt hier, der im Übrigen immer gleich aussieht, wenn ihr eine Rune gefunden habt. Und wenn ihr den Knopf hier drückt, dann erhaltet ihr Rune Nummer 1. Tatsächlich ist das eine Rune, die wir noch nicht hatten. Also müssen wir eine Rune in irgendeinem anderen Level gesammelt haben. Und ich kann ehrlich gesagt nicht mehr mich erinnern, wann das war. Aber ist ja auch egal, wir werden es rausfinden. Ja. Jedenfalls findet ihr hier im Creeperwald Rune Nummer 1. Falls ihr die noch nicht gefunden habt, dann spielt, bis ihr die Dorfbewohner befreien müsst. Und wenn ihr wissen wollt, wo es die Rune im nassen Sumpf gibt, dann bleibt dabei, denn da gehen wir jetzt hin. In diesem Sinne, bis gleich. Wir sind hier im nassen Sumpf und wir haben bis zum Ende des Levels weitergespielt, denn ihr müsst auch bis zum Ende des Levels spielen. Hier haben wir gerade eben den Kessel der Hexen besiegt. An dieser Stelle Spoiler-Alarm, wobei ist eigentlich eh schon zu spät, ne? Naja. Aber naja, gut, wenn ihr die Runen sucht, bevor ihr die Level durchgespielt habt, stimmt mit euch eh irgendwas nicht. LOL! Okay. Drei Abos weniger. So. Wir haben jetzt hier gespielt bis zum Ende des Levels und an dieser Stelle steckt sich ein geheimer Schalter, den ihr drücken könnt und dann tut sich hier ein Tor auf. Und hinter diesem Tor seht ihr den altbekannten Steg über dem lila Rauch aufsteigen. Und ihr erhaltet die nächste Rune. Hatten da jetzt drauf gedroschen? Ich habe, glaube ich, aus Versehen also drauf gedroschen. Mein Polarfuchs, nee, wessen Polarfuchs steht hier denn so im Abgrund? Das ist wohl... Ah, mein Huhn ist jetzt auch nicht unbedingt. Nein, ich habe den Polarfuchs mit dem Hut verwechselt. Also sind das wohl unsere Tiere, ne? Sieht ganz so aus, ja. Haben wir jetzt die Hunde denn schon eingesammelt? Benny. Ach so. Da sind wir ganz vorne gut dran. Zu wissen. Ach so, ich. Oh. Ich warte hier fleißig auf die Rune und okay. Dabei hat Benny die schon eingesammelt. Genau. Aber das ist die Stelle, wo ihr die Rune aus dem nassen Sumpf finden könnt. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch direkt das Level beenden, wenn ihr eh schon mal dabei seid. Und nachdem wir jetzt hier dem Erzilliger ein Schnippchen geschlagen haben, schauen wir uns als nächstes an, wo es bei den Kürbisweiden die Rune zu holen gibt. Also bleibt dran, es bleibt spannend. Bis gleich. Hallihallo auf den Kürbisweiden. Wir haben jetzt gar nicht mal so lang spielen müssen. Auf jeden Fall nicht so lang wie das eine Mal, als wir hier das versteckte Level gesucht haben, denn... Die Runen sind zum Glück immer da, also das, falls ich das noch nicht erwähnt habe, die Runen, da seid ihr nicht davon abhängig, dass es irgendwie Geheimnisse auf der Map gibt, die Runen werdet ihr immer finden und wenn ihr dann hier an diesem Burgwall angekommen seid, dann folgt diesem Burgwall hier oben ein Stück weit hinein und hinter diesen Kisten findet ihr einen weiteren Schalter, der euch das Tor zur Rune öffnet. Ja. Und den Steg kennen wir mittlerweile nur zu gut und sammeln Rune Nummer 3. Das U mit Unterstrich.
Und Benny hat sie sich wieder in der besten Manier geschnappt und verschwindet ins Nichts. Ich nehme die Rune, verpisst euch. Und in diesem Sinne sind wir auch schon wieder durch. Es geht tatsächlich Schlag auf Schlag hier. Also die Runen sind nicht schwer zu finden tatsächlich. Dadurch, dass man eben auch nicht auf den Zufall angewiesen ist und lang suchen muss, geht das eigentlich einigermaßen gut von der Hand. Deswegen springen wir auch sofort weiter in die Kakteenschlucht, denn auch da gibt es selbstverständlich eine Rune zu holen. Bis gleich. Bis um. Wir sind hier in der Kakteenschlucht unterwegs und haben wie gewohnt schon ein Stück weit gespielt. Und ihr kommt zwangsläufig an die Stelle, wo ihr die Aufgabe habt, den Tempel zu finden. Und dafür benötigt ihr diverse Schlüssel. Und einen der Schlüssel findet ihr hier in diesem Gebiet. Und wenn ihr ein Stück weiter geht, löst ihr einen Hinterhalt aus. Also seid da vorsichtig, falls ihr da an den Punkt wart. Oh nein. Und falls ihr noch nicht an den Punkt wart, Vorsicht, Spoiler. Ja, richtig. Also wenn ihr das Video guckt, dann Vorsicht, Spoiler. Und ihr geht aber nicht da rein. Also ihr könnt natürlich auch den Schlüssel holen. Aber der Schalter befindet sich hier hinter einer Palme versteckt. Und er öffnet das geheime... den geheimen Steg zur nächsten Rune. Zur vierten Rune schon. Wir haben schon fast die Hälfte geschafft. Und Benny steht schon wieder bereit, hat sich den Schlüssel geschnappt und will sich direkt auch die Rune holen. Und hier haben wir das verquere Y. Und weg ist er. Das ist so ein schöner Running-Gag. Also ich finde das Klassik. Gut. Ich lasse dir in Zukunft. Ja, mittlerweile tatsächlich schon. Benny nimmt die Rune und verpisst sich ins Nirvana. So muss das sein. Alles andere ist irgendwie falsch. Es fühlt sich da nicht richtig an. Und so schnell geht's und wir sind hier, glaube ich, auch schon wieder relativ am Ende des Levels. Also hier müsst ihr auf jeden Fall ein Stück spielen, das ist nicht so schnell wie auf den Kürbisweiden erreicht. Aber nicht so schlimm. Ihr kommt an der Rune so oder so nicht dran vorbei. Sechs Stück haben wir noch übrig und die gehen wir natürlich auch weiterhin gemeinsam durch. Und nächster Halt, Redstone-Minen. Bis gleich. Herzlich willkommen in den Redstone-Minen. Hier zur fünften Rune, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oder ist es schon die sechste? Ich weiß es. Die sechste. Die sechste, danke Kevin. Zur sechsten Rune. Und wenn ihr an einen Punkt kommt, wo ihr sechs Dorfbewohner befreien müsst, dann seid ihr goldrichtig. Nicht verwechseln an dieser Stelle mit dem vorherigen Stück, wo man drei Dorfbewohner befreien muss. Das ist sehr ähnlich, aber es sind eben nur drei statt sechs Dorfbewohner. Also da sucht ihr euch zu Tode, denn da gibt es den Schalter nicht. Ihr müsst tatsächlich sechs Dorfbewohner befreien. Und also ihr müsst sie nicht befreien, aber in diesem Raum hier ist tatsächlich der Schalter versteckt. Und ich muss ihn tatsächlich selber suchen. Ah, hier habe ich ihn gefunden. Hier hinten bei den Redstone-Kristallen kann man sagen, da versteckt sich der Schalter und auch die Tür. Und wenn ihr hindurch geht, dann bekommt ihr eine weitere Rune auf euer Konto gut geschrieben. Und damit sind wir schon über der Hälfte angelangt. Und während Benny sich hier schon wieder wahrscheinlich gleich, kommt er schon angerollt, bereit macht, um die Rune zu schnappen, kann ich ja mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn es hat wieder ein Update gegeben für Minecraft Dungeons. Und da ist ein bisschen was dazugekommen, aber leider noch nicht das Crossplay, was wir für November angekündigt haben. Das dürfte aber möglicherweise schon rausgehen zu dem Zeitpunkt, wo die Folge hier erscheint. Ist aber momentan noch nicht durch. Allerdings gab es oder gibt es einige eventspezifische Halloween-Herausforderungen, die ziemlich cool sind. Auch mit einzigartigen Rüstungen, Schwerter und Bogen. Fernkampfwaffen sozusagen, die man freischalten kann. Und ich habe die ein bisschen gespielt, muss aber ganz ehrlich sagen, wenn man alleine ist, sind die echt teilweise knackeschwer. Hast du gefailt, oder was? Ich hab's, also ein paar habe ich geschafft, aber einige tatsächlich nicht. Deswegen, wenn ihr da alleine seid, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Halloween-Dinger sind cool, falls die noch verfügbar sind jetzt zu diesem Zeitpunkt. Falls nicht, bin ich mir relativ sicher, dass es wieder jahreszeitbasierte Events geben wird in dem Spiel. Und das ist tatsächlich eine ganz coole Sache. Während wir den Redstone-Golem mal mir nichts, dir nichts... was hab ich denn? Eine Schwarzwolf-Rüstung. Okay, die muss ich, glaube ich, beim Schmied mal abgeben, um die aufzuwerten. Genau, aber das ist so das grobe Update, was jetzt rausgekommen ist. Und zeitnah im Dezember soll auch der neue DLC Howling Peaks rauskommen, mit dem es auf hohe Berge kommt. Und das ist der erste DLC, der nicht mehr im Hero Pass inbegriffen ist. Das heißt, wenn ihr diesen DLC spielen wollt, müsst ihr euch quasi Season Pass Nummer 2 kaufen. Und der beinhaltet dann allerdings nicht nur dieses Howling Peaks DLC Add-on, was man hier auf der Karte übrigens auch schon sehen kann. Das kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Da ist er schon. Das beinhaltet nicht nur diesen DLC, sondern auch die kommenden DLCs, wo es, glaube ich, in den Ozean geht, in den Nether und ins End.
Also ist auf jeden Fall noch viel Content geplant an dieser Stelle und ich freue mich schon drauf, mal gucken, wie wir das dann hier machen. Aber so viel zum Thema erstmal. Wir haben euch jetzt gezeigt, wo ihr in den Redstone-Minen die Rune finden könnt und als nächstes auf der Liste ist der Wüstentempel. Und da begeben wir uns jetzt mal ganz geschwind hin und sehen uns dann auch gleich wieder, hoffentlich. Wir sind im Wüstentempel an einer ganz ähnlichen Stelle übrigens, wo es auch das Geheimlevel freizuschalten gibt. Falls ihr das übrigens rausfinden wollt, dann guckt Folge 23 an. Wir sind an dem Punkt, wo wir den goldenen Schlüssel finden müssen. Und während Kevin mir hier die Tür vor der Nase zumacht... Benny. Bitte. Ja, mit Kevin meine ich Benny. Aber schieb's auf Kevin, damit kann ich leben. Ja, ich dachte halt. Und in diesem Raum hier findet ihr den goldenen Schlüssel, den ihr für den Storyverlauf so oder so braucht. Und hier gibt es auch einen kleinen unauffälligen Schalter an der Wand. Und den drücken wir mal ganz geschwind und schon öffnet sich hier ein gar geheimes Tor. Und was sich dahinter verbirgt, das kennt ihr mittlerweile. Ein Steg mit Gengar-artigem Dampf. Oh, Gengar. Ja, Gengar ist schon... Fand ich ganz uncool. Mega-Gengar. Ja, das stimmt. Benny hat sich mit der Rune wieder auf und davon gemacht, nee. Das macht aber nichts. Tatsächlich nee. Nicht. Ja, nee, hat sie Kevin diesmal gesammelt. Er hat sie zu schnell, also ist zu schnell weg. Oder? Ja, Benny ist zu schnell geflohen vor der Rune. Oder mit absichtlich rein. Faszinierend. Aber wir spielen das ja kooperativ, das heißt, wenn es einer hat, dann hat es alle. Und dann haben es alle, das ist hier bester Kommunismus. Die Corona Edition. Richtig. Corona Edition, kommunistisches Gameplay. Nach Lenin-Art. Und mit dieser schockierenden Nachricht sehen wir uns hoffentlich trotzdem gleich wieder, denn wir brauchen ja noch die Rune in der Feuerschmiede, in den Hochblockhallen und am Obsidian-Gipfel. Drei fehlen noch, wir sehen uns gleich in der Feuerschmiede. Willkommen zurück hier in der Feuerschmiede. Wobei, so feurig sieht es noch gar nicht aus, es ist eher gerade eisbedeckt hier, denn wir haben euch gleich ganz am Anfang des Levels reingeholt. Denn diese Rune, die ist nicht weit entfernt, also ihr müsst da nicht lang spielen, die gibt es relativ zeitnah. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist euch hier ein bisschen durch die Horden schnetzeln. Pfeile. Bis ihr zum Eingang gelangt. Zum Eingang zur tatsächlichen Feuerschmiede. Denn das ist ja tatsächlich bis jetzt nur der Berg. Das Vorgeplänkel zum Level sozusagen. Und ihr seht bestimmt schon, wir spielen das auch wieder auf einem relativ einfachen Schwierigkeitsgrad. Einfach, weil wir uns hier nicht damit rumplagen wollen, dass uns die... bösartigen Geschöpfe hier in den Rücken fallen, während wir euch da die Erklärung versuchen zu liefern. Und weil es einfach schneller geht. Loot. Loot. Loot ist dabei immer gut. Das darf nicht zu kurz kommen. Und jetzt sind wir hier schon am Eingang angelangt und an diesem Eingang seht ihr hier einen toten, beziehungsweise einen Tod, ich weiß nicht, ob sie jemals gelebt haben, aber einen nicht mehr funktionstüchtigen Redstone-Golem liegen. Und bei diesem Redstone-Golem gibt es einen gar nicht mal so unauffälligen Schalter an der Wand, den ihr drücken müsst, um ein weiteres geheimes Tor zu öffnen. Hinein da. Ich glaube, das war die Rune, die wir schon hatten, oder? Ja, es kann das sein, kann dass sein, das die ja. Rune war, die wir schon hatten. Nee, die hatten wir auch noch nicht. Die war, ist mir, glaube ich, auch unbekannt. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, welche. Das ist so geil, wie Ben sich da einfach ins Nichts davon macht. Das blitzt dann auch noch so cool irgendwie. Ja, eben. Potzblitz. Das ist auch nicht die Rune gewesen. Ich glaube nicht. Mal gucken. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir die auch schon eingesammelt und haben es einfach nicht gemerkt, weil Benny so schnell auf und davon war und wir dann einfach weitergesprungen sind. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir springen einfach weiter, denn wir haben die Rune gefunden. Ihr wisst, wo ihr sie finden könnt. Und die nächste Rune gibt es dann in den Hochblockhallen zu holen. Bis dahin, wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Wir sind in den Hochblockhallen angekommen, haben wieder ein kleines Stück gespielt, wobei es streng genommen auch gerade gar nicht wirklich nach einer Halle aussieht, sondern es ist tatsächlich der offene Innenhof, den ihr zwangsläufig ab einem gewissen Punkt erreicht, nachdem ihr euch schon ein paar Gegner untertan gemacht habt. Und so viel sei schon mal gesagt, hier draußen ist die Hölle los. Und Kevin ist Level up. Das mal hier, wir räumen mal noch schnell ein bisschen auf, bevor wir hier den Schalter zeigen, damit uns da niemand hier mit seinem Gegröle in die Quere kommt. Damit meinen wir diesmal nicht Kevin, der vielleicht anfängt zu singen. Ich habe in dem Let's Play nie angefangen zu singen. Stimmt, seitdem wir das am Anfang direkt verboten haben, war das eigentlich ziemlich konstant gut gemacht.
So, aber jetzt ist hier ein bisschen Ruhe eingekehrt und wir sehen hier eine Fackel, die merkwürdigerweise nicht an ist. Und diese Fackel ist deswegen nicht an, weil man sie drehen kann. Nee, weil mir jemand zu mir gesagt hat, machen Sie die Fackel aus. Korrekt, Kevin hat die Fackel ausgemacht, weil es ihm gesagt wurde. Und es ist nicht schlimm, wenn er diesen Insider nicht kapiert. Streng genommen gibt es nur eine äußerst geringe Anzahl an Menschen, die den kapieren würden. Und auch das, diese ankerartige Rune, war nicht die, die uns, die wir schon hatten. Und auch diesmal hat sie Benny nicht mitgenommen. Und ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass wir die jetzt auf dem Weg schon eingesammelt haben, diese Rune, die wir schon hatten, weil ich meine nicht, dass wir die in der auf dem Obsidian-Gipfel gefunden haben. Wäre mir jedenfalls neu. Aber damit sei schon mal gespoilert, wo wir uns als nächstes hinbegeben. Wir gehen zum Obsidian-Gipfel, dem letzten regulären Level des Hauptspiels, und auch da versteckt sich noch eine Rune, und wenn wir die haben, dann sind wir komplett bei 10. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier in dem, nicht in den Hochblockhallen, da waren wir in der letzten, im letzten Durchgang. Wir sind hier auf dem Obsidian-Gipfel, haben wie immer ein Stück gespielt und ihr kommt an die Stelle, wo ihr hier diese Unterführung habt, beziehungsweise diese, wie nennt man das denn, so eine Art Bibliothek, einige Innenräume. Und auch hier erwartet euch auf jeden Fall wieder jede Menge Spaß. Untergrundhöhle. Untergrundhöhle, das ist aber schön. Man könnte auch sagen, ein Dungeon. Nee, es passt nicht zum Spiel. Echt? Ah, stimmt, ist irgendwie abwegig. So. Und auch wenn der immer wieder etwas anders aussieht, dieser Dungeon, so gibt es doch eine Konstante hier in dem Abschnitt. Neben den zahlreichen Gegnern. Und diese Konstante erreicht ihr kurz nach diesem langen Gang hier. Denn es ist tatsächlich eine Art Bar, eine Restaurant, wie man das auch immer nennen mag. Kann ich hier sowas bestellen? Nee, ist nee, zu wegen hat Corona. Hat doch zu alles. So. Aber in dieser Corona-geschlossenen Bar hier gibt es ein Bücherregal. Und da gibt es ein Buch, was ihr drücken könnt. Und habt ihr das getan, dann erreicht ihr hier diesen Bonusraum und der belohnt euch nicht nur mit einer Rune, sondern auch mit einigen Kisten. Aber wir sind natürlich der Rune wegen hier. Und jetzt, wo wir auch auf dem Obsidian-Gipfel alle Runen gesammelt haben, zünden wir vor Freude unser TNT. Denn wir haben alle 10 Runen gesammelt. Und wir hoffen, wir konnten euch mit diesem kleinen Guide sozusagen ein bisschen helfen, alle Runen zu finden. Oder beziehungsweise die Runen zu finden, die euch jetzt noch gefehlt haben. Und wenn ihr diese Runen freigeschaltet habt, beziehungsweise alle 10 Runen habt, dann schaltet ihr quasi das super geheime, ultra super duper Bonus-Level frei. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und das wird auch vorerst die letzte Folge Minecraft Dungeons auf diesem Kanal sein. Denn wir machen eine kurze Pause oder beziehungsweise legen eine Minecraft Dungeons Pause ein. Wir haben den meisten Content, den es bislang veröffentlicht gibt, den haben wir jetzt schon gezeigt, den haben wir gesehen. Deswegen spielen wir erstmal was anderes weiter. Wir haben noch Baldur's Gate auf der Liste, das wird ein bisschen mehr in den Fokus rücken, denke ich. Und wir werden aber wahrscheinlich nochmal zurückkehren, wenn es dann neue Inhalte gibt. Vielleicht nicht sofort. Wir schauen mal, wie wir das dann machen. Auf jeden Fall machen wir dann erstmal eine Pause mit diesem Spiel. Aber wir gucken uns natürlich in der nächsten Folge noch abschließend das super duper Bonus-Level an. Bis dahin, wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit und wir sehen uns. Tschüssi. Tschüss. Macht's gut.